So, Servus. hi, servus, der Stefan und der Freddy. Klaus und Klaus von Reitling, wenn das noch einer kennt. Genau, wir wollten heute ein bisschen, Den neuen Group Ride vorstellen. genau, die neuen, den alten, hatten wir so schon mal, haben wir dann, weil es nicht so gut funktioniert hat, abgestellt, haben wir dann anders gemacht. Und haben wir jetzt auf Wunsch von dem lieben Frank nochmal umgebaut, weil wir es ja eh irgendwie dachten, dass es irgendwie Sinn macht. Und da hat das gerade irgendwie ziemlich gut gepasst. Machen wir das einfach, oder was? Ja, Machen wir mal. wir teilen gleich direkt nach dem Bildschirm her. Und los. Und los. Also, ich gehe in meine wunderschöne Reitling-App. Classic. So, boah, heute ist ja einiges los hier auf der Karte. Also. Ihr kennt ja unser Navigationsscreen. Ich mache jetzt hier gar nicht so wild rum. Ich fahre jetzt einfach mal nach Bad Nauheim. Also jetzt keine dicke Strecke. Eine wunderschöne Tour ausgewählt. Und jetzt würde ich nämlich den Freddy einladen wollen. Das heißt, ich drücke auf Start Navigation. Ich muss auf Gruppennavigation umschalten. Und jetzt passiert immer noch das Gleiche. Alle, die mir folgen, bekommen jetzt eine Push-Navigation, Push-Notifikation, dass ich losfahre, aber jetzt hat sich der Screen nämlich etwas geändert, der jetzt gleich kommt. Wir haben hier rechts, haben wir nämlich den Helm. Früher, wenn man auf den Helm geklickt hat, kam eine andere Karte und hat alle Leute auf der Navigation gezeigt. Das haben wir jetzt verändert. Jetzt sieht man einfach die Liste der sogenannten Rider und ich habe jetzt die Möglichkeit über einen Link, ich schicke das jetzt an unsere Discord-Gruppe, damit der Freddy auch da reinkommt. Ich schicke es dir gerade direkt, ne? Freddy, das ist doch am einfachsten. Frederick Paul. Post. So, und jetzt kriegt der Freddy einen Link. Den hätte ich per SMS, per E-Mail, per. Was kann ich alles schicken? Alles, ne? Hier ist halt einfach ein Link. Kann ich sogar airdroppen gehen? Ich könnte sogar airdroppen. So, jetzt bist du dran, ne? Okay, ich drücke jetzt hier auf diesen Link und dann sollte das ups, 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 alles hier so. Spiegelt gar nicht. Lädt und Feuer. Also klickt direkt hier Resume Navigation und Jump. Dann Stefan hier direkt mit rein. So, und jetzt sehe ich auch, Freddy vom Reitling betritt die Gruppe. Also hat auch wunderbar geklappt. Jetzt kann ich hier wieder auf den Helm gucken, kann sehen, ach, da ist ja der Freddy. Rauswerfen kann ich ihn nicht, aber er kann natürlich unendlich lang drin bleiben, der Freddy. Aber wenn er wieder rausgeht, dann geht er wieder raus. Jetzt kriege ich eine Nachricht, oh, muss tanken oder was? Noch tanken. Alles klar. Aber nö, ich bin raus. Du bist wieder raus. So, und raus sehe ich jetzt auch schon wieder, dass er draußen ist. Und dann gehe ich auch mal raus. Im Prinzip, das war's, ne? Also ich meine, er hat jetzt den Flow so ein bisschen vereinfacht. Du hast einen einfachen Link, den du teilen kannst. Du kommst direkt in der Navigation an, musst auf den Button Resume drücken und das war's. Und jeder kann den Link teilen, ne? Also du hättest ihn jetzt auch teilen können. Ich hätte ihn teilen können und er bleibt ja wohl auch bestehen. Permanent. Das ist ein permanenter Link. Das heißt, wenn ihr könnt den Link auch einfach stehen lassen. Die Gruppe bleibt einfach die ganze Zeit bestehen. Nur mit dem Ziel. Ne, also das ist so ein bisschen so, da ist halt ein Ziel, da ist eine Route ja dahinter und alle müssen diese Route abfahren. Also da ist mindestens ein Ziel dabei. Aber das war's. Das war's. Was haben wir denn noch Schickes in der App zurzeit? Modem-Update, machst du hier noch ein Modem Video? Update ist schon. Ist Muss ich nur schon? noch kurz. Genau, und ansonsten sind die Jungs noch mit der Jahresgebühr dran, dass die auch in der App jetzt bezahlt werden Ja. kann und nicht mehr über den Shop. Shop gibt es nicht mehr, haben wir rausgenommen schon das Produkt für die Jahresgebühr und für die Premium-App. Das könnt ihr jetzt nicht mehr so machen, sondern das geht jetzt ausschließlich nur noch über die App oder über die Web-App. Also ihr könnt euch auf der Web-App anmelden und da geht es dann weiter. Installiert die Firmware vom neuesten Wingman, macht das Modem-Firmware-Update, guckt euch das Video von Freddy an und genießt das Wochenende. Macht's gut! Ciao!